herzlich gegrüßt. Wir sind wieder zurück. Die Sklavenwache, die hier mal wieder mit gezogenem Messer und angelegtem Schild da steht, ist, ich habe vorher eben die Waffe gezückt, um was zu probieren wegen der Synchronität zu meinem Stream-Programm oder Aufnahmeprogramm. Ja, erstmal lieben herzlichen Dank für eure hilfreichen Hinweise in meinen Kommentaren. Für mich jetzt ist es wieder eine Woche rum. Das wollte ich mal ganz eben kurz sagen, dass ich jetzt hier wieder weitermache. Ach, jetzt hat er seine Waffe eingesteckt, ne? Jetzt gucke ich auf den linken Monitor. Okay, das ist mein Kontrollmonitor. Was wollte ich sagen? Also, Kommentar richtig. Zum Beispiel der Alain Dufond hat mir gegeben, der Amat hat noch eine Karte Mythanisches Reich, ne? Genau, richtig. Wo ist das? Ja, okay. Die habe ich noch nicht. Da soll irgendwie alles drauf sein. Guck mal eben. Ja, das ist sie nicht. Ich will mich wieder zurück zu diesem Spukhaus. Ne? Also zu diesem lustigen Spukhaus, welches sich ja da in der Ecke befindet. Und bin ja so nicht rangekommen. Ich bin ja hier rüber geklettert. Also werde ich mal das Ganze von außen machen. Also mich außerhalb der Stadtmauern von Uga begeben. Und gucken, wo ich da hin muss. Okay, ich habe jetzt die... Jetzt kriege ich wieder die Schatzkarte hier. Das ist ja ein bisschen schade ist das. So, weil ich dachte... Oder ich denke, dass man erstmal in die Katakomben müsste, um dann von unten da irgendwie reinzukommen. Muss ich mal gucken, wer hier ist. Ah, hier ist ja... Hier ist keiner. Okay. Das heißt also... Aber vielleicht sollte ich doch erstmal gucken, ob hier jemand ist. Zu dieser Zeit ist nämlich keiner da. Ach ja, und übrigens auch nochmal danke für den Hinweis. In Uga gibt es, hier gibt es Kraut zu stampfen. Fass zum Käse herstellen. Wie denn das? Kommt eins zum anderen hier, ne? Von Hölzchen auf Stöckchen. Oder von Hölzchen auf Krautstampfer. Okay, kann ich nichts machen. Da könnt ihr mal gerne, da weiß ich noch nichts, da könnt ihr mal gerne was dazu schreiben. Käseherstellung? Das heißt also, ich brauche Milch, ne? Und Lab und sowas. Elberlab. Die Ziegenmilch, das sind ja Ziegen. Okay, ich werde mal lieber abspeichern. Denn solange hier noch kein... Ja, ist ja gut, denn solange hier noch keiner kommt, werde ich mal hier ein bisschen rum... Experimentieren, scheiß Kuli schreibt nicht. Okay. Mist. Okay, das ist wieder eine lange Kombi gewesen. Wow, 220 Gold, Alter, einsacken. Einsacken, sehr gut. Oh, die meckern darum, die Ziegen, Leute. Wasserpfeife, klar, habe ich jetzt aber keine Zeit für. Boah, ein Fass mit Salz. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin, glaube ich, im Lageristenhaus. Kann das sein? Kann das sein, dass ich hier im Lageristenhaus bin? Oder bei dem Ziegenfleischer hier? Hier, da ist nicht doch eine tote Ziege, meine Herren. Ziegenfell, jawohl. Mein Gott, was viele Schlafsäcke hier aus Ziegenfell. Nein, sind natürlich keine Schlafsäcke. So, dann nochmal hier. Schauen wir auch mal hier. Okay. Diese Ziegen, herrlich. Okay. Ah, das war's schon. Aha, gebratene Ziegenfleischkeule. Hammer. Und was gibt's da noch? Angeschnittener Ziegenkäse. Angeschnitten oder angeschimmelt? Also sehr gut. Das Häuschen gefällt mir. Gut, dann haben wir hier noch einen Sack mit Karotten. Kartoffeln. Jede Menge Zeug, Leute. So, was hängt hier? Alter, gehäutete Ziege. Supergeil. Supergeil gemacht. Rohe Ziegenfleischkeulen. Und Ziegenhörner. Alter, das ist ja richtig cool. Also, neue leckere Sachen gibt's hier in Odyssey. In der Modifikation noch gebratene Ziegenfleischkeule. Alter.
Und er guckt jetzt da hinten so rum. Ziegenmilchbehälter. Dass der nicht reinrennt und mich verwarnt. Ich speichere nochmal ab und brutzel mal was. So. Ah, okay, ich bin wieder zu weit weg. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Stück Ziegenfleisch braten. Alles Ziegenfleisch braten. Gucken. Schön. Jetzt gucke ich mal in die Liste rein. Ich schätze mal, dass es da auch in der Nähe von dem Fleischbrocken sein wird. So, hier ist zum Beispiel Schinken. Da hier ist gebratenes Fleisch. Nur gebratenes Fleisch. Hier ist dieser leckere Käse. Jetzt suche ich nach gebratenem Ziegenfleisch. Ah, hier. Gebratene Ziegenfleischkeule. Rohe Ziegenfleischkeule. Die bringt 25, die bringt 10, während unser normales Fleisch nicht viel bringt. Also, Ziegenfleisch ist gut. Gut für Leben, gut für die Gesundheit. Deswegen wir alle Ziegenfleischstücke braten werden. Lecker, lecker. Habe ich hier das schon alles ausgeräumt hier? Der Typ, der steht immer noch da. Den wollen wir mal lustigerweise mal anfangen. Das ist Leo. Der hat nichts mehr. Dann haben wir hier den Taras. Hey du. Hallo. Für Belia. Wer bist du? Ich heiße Taras und bin der Ziegenmetzger hier in Ugar. Wenn du Ziegenfleisch, Ziegenkäse und Ziegenmilch kaufen willst, bin ich dein Mann. Außerdem habe ich noch Ziegenfelle und Ziegenhörner im Angebot. Schau dir einfach an, was ich habe. Junge, ich hab das Zeig doch schon alles. Aber trotzdem mal reingucken, was Tara so zu verkaufen hat. Mana-Extrakt. Ziegenmilch? Also, Leute. Oh, ganzer Ziegenkäse. Angeschnittener. Okay, klar. Hörnchen. Was kann man denn damit machen? Das Horn der Ziege als Trinkbecher. Ja, scheiße, da hinten habe ich zwei Hörner. Hätte ich mal hier zeigen können, aber vielleicht später. Was sind denn das alles für lustige Felle? Alles Ziegenfelle unterschiedlicher Couleur. Ziegenmilchbehälter, Aquamarin, was ist, Tränenpfeffer, noch ein Ziegenfell. Also Junge, das ist ja voll der Ziegenhände. Voll der Ziegenhände. Cool, okay, danke, Herr Händler. So, was wollte ich nochmal? Ich wollte ja außerhalb wieder hin. Wollte ja wieder Richtung Ausgang von dieser Stadt Uga, um in das Geisterhaus zu kommen. Da werde ich mich mal eben flugs hinbegeben oder noch jemanden anquatschen, den ich helfen soll wegen Vertrauensbeweise. Jetzt muss ich mal gucken, ging das hier runter Ohne in die... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach ja, Amphoren ist ein Handelsgegenstand. Wer bist du? Du bist nur der Lagerverwalter, der mal so panisch rumrennt und siehe da. Ja, meine Energie geht nicht zurück. Was seid ihr denn alle hier so? Abdallah! Hallo Abdallah! Hey! Hey! Lass mich in Ruhe. Ja, den hatten wir ja schon gehabt. Ah, die sind alle so hoch aufmerksam. Das ist Torres. Ich sollte nochmal zu Torres gehen, hieß es. Albelia, halt! Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich kenne dich nicht. Hallo, ich bin ein neuer Adept und wollte mich hier in Uga nur ein wenig umsehen. So, so. Umsehen willst du dich. Dann lass aber ja deine Finger bei dir. Mit Dieben und Schlägern machen wir kurzen Prozess. Verstanden? Klar. Darf ich erfahren, wer du bist? Ich bin Torres, Kommandant der Wachgarnison von Uga. Nach Tartaron und Charon habe ich den Oberbefehl über diese Stadt. Merkt ihr das? Okay. So, Meister Tartaron, können wir nicht sprechen, braucht man gar nicht. Kann ich etwas bei dir lernen? Kann ich bei dir etwas lernen? Ich soll dir was beibringen? Warum sollte ich das tun? Dafür kenne ich dich zu wenig. Erst wenn dein Ruf in der Stadt besser geworden ist, genau, bin ich bereit, dir etwas beizubringen. Aber auch das wird nicht umsonst sein. So, okay. Kann ich was bei dir? Es wäre schwierig. Dann würde ich mal sagen, und alles klar. Und? Alles klar? Flavortext. Nein, bei Belia. Nichts ist klar. Was ist dein Problem? Pah, wenn es nur eines geben würde, wäre die Sache nicht so schlimm. Hier in Uga häufen sich zurzeit die Probleme und noch finde ich keine Lösung dafür. Was haben wir denn da für Problemchen? Was habt ihr denn für Probleme? Nun, zum einen werden unsere Karawanen ständig von Wüstenräubern angegriffen.
Besonders schlimm ist diese Verdoya, der mit einigen Männern vor unseren Toren herumlungert. Dieser verdammte Mistkerl überfällt jeden Transport, der den Weg zum Pass einschlägt. Dadurch sind wir gezwungen, den Weg über die Oase zu nehmen, der erstmal länger und auch wegen der wilden Tiere sehr gefährlich ist. Der Händler Bahal hat mir zudem geklagt, dass er nicht mehr seine Plantage bewirtschaften kann, da sich sein Aufseher aus dem Staub gemacht hat. Ohne Bahals Ernte aber werden bald unsere Vorräte an Lebensmitteln erschöpft sein. Auch fehlt uns das nötige Mehl, um Brot zu backen, das wir normalerweise aus Amarna beziehen. Im Ort findest du nur noch eine Handvoll Säcke und die Händler haben auch nicht mehr viel. Unsere Minenarbeiter werden ständig von hungrigen Razor gefressen. Und als ob das nicht schon reichen würde, sind ein paar von den Sklaven aus dem Lager geflohen. Ja, dann bieten wir ihm doch mal unsere Hilfe an. Oder kann ich dir helfen? Warum nicht? Alleine schaffe ich das Ganze sowieso nicht. Ich möchte, ja, Verdoyas Bande, Bahals Plantage, Mehl für Uga. Kann ich was bei dir lernen? Okay. Mal antesten, was da kommt. Ich könnte dir bei deinem Räuberproblem helfen. Wie? Du willst dich mit Verdoya anlegen? Klar, warum nicht? Na schön. Auf seinen Kopf ist sowieso ein Preis von 300 Goldmünzen ausgesetzt. Du sollst das Kopfgeld haben, wenn du ihn und seine Bande erledigst. Dann weiter, Bahals Plantage. Ich könnte dir wegen Bahals Plantage helfen. Gut, am besten gehst du mal direkt zu ihm. Er wird dir dann alles weitere mitteilen. Dann haben wir Mehl für Uga. Vielleicht haben wir schon dir das Mehl besorgen. Das wäre vortrefflich. Also, wenn du das machen könntest... Gut, wie viele Säcke braucht ihr? 1000. Lass mich mal überlegen. Nun, 30 Säcke Mehl werden erstmal reichen. Einen Teil kannst du noch hier in der Stadt finden. Den größten Teil musst du aber aus Amarna holen. Diese Festung befindet sich etwa auf halbem Weg von hier zum Pass nach Ishtar. Kurz vor der Festung siehst du zwei Gebäude. Sie gehören Sanchez, dem Müller. Sag ihm, dass du von mir kommst. Dann wird er dir das Mehl geben. Ja, schön. Noch was? Nö. Weich an. Dann rennen wir mal zu Bahal. Bahal, der hat ja seinen Stand hier. Also langsam kenne ich mich aus. Branko Bahal. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Hast du vielleicht welche für mich? Bei Belia, du kommst wirklich wie gerufen. Und kräftig genug scheinst du auch zu sein. Klingt spannend. Was soll ich tun? Seitdem die Wüstenräuber die Schlucht versperren, kann ich nicht mehr meine Plantage aufsuchen. Wissen wir. Ich soll also die Wüstenräuber vertreiben? Die Wüstenräuber sind mir egal. Wenn du gegen diese was machen willst, solltest du dich lieber an Torrens wenden. Nein, ich will nur, dass du dich um die Ernte in meiner Plantage kümmerst. Mehr nicht. So, so. Wer kümmert sich denn sonst darum? Mein Aufseher. Doch der ist leider von der Plantage geflohen, als die Räuber die Schlucht besetzt hatten. Und auch Roscoe traut sich nicht mehr hin, der sonst normalerweise dem Aufseher bei der Arbeit geholfen hat. Wer ist Roscoe? Mein Diener. Du findest ihn in meinem Haus, falls du ihm irgendwelche Fragen stellen willst. Ja. Höre, ich muss die Ernte unbedingt haben, sonst habe ich ganz gewaltige Einbußen. Wenn du mir hilfst, werde ich dich auch angemessen belohnen. Also überlege dir meinen Vorschlag. Ja, was soll denn eigentlich geerntet werden? Was soll denn eigentlich geerntet werden? Meine köstlichen Tomaten natürlich. Tomaten? Ja, Tomaten. Mit diesen mache ich in Ugar und im westlichen Warant gute Geschäfte. Ein Fremder brachte sie von einigen Jahren hierher. Sie stammen aus einem fernen Kontinent. Sie schmeckten uns so gut, dass ich den Fremden einige Pflanzen abkaufte. Jetzt mache ich das Geschäft meines Lebens damit. Außer diesen pflanze ich noch Korn und Bananen an. Aber mit den Tomaten mache ich das größte Geschäft. Also, wie sieht es aus? Wirst du mir jetzt bei der Ernte helfen? Na schön, das lässt sich machen. Du sagtest, du wolltest mich angemessen belohnen? Wie viel Gold ist denn bei dir angemessen? Lass mich überlegen. Tja, sagen wir 300 Goldstücke. So, und wie viel Tomaten willst du haben? Na, mindestens 300. So viel sind auf jeden Fall zu ernten.
Moment mal, ich soll 300 Tomaten ernten und dafür willst du mir nur ein Goldstück pro Tomate geben? Wenn ich die woanders verkaufe, bekomme ich auf jeden Fall für jede Tomate 2 Goldstücke. Vergiss ja nur eine einzige Tomate woanders zu verkaufen und ich werde dir alle unsere Krieger auf den Hals setzen. Na, wenn das so ist, dann ernte deine Tomaten doch alleine. Ich habe diesen Job nicht nötig. Na gut, ich gebe dir für jede Tomate 3 Goldstücke. Das sind bei 300 Stück 900. Aber kein einziges Goldstück mehr, verstanden? Gut, abgemacht. Wo ist die Plantage? Kurz vor der Schlucht findest du links ein Seitental. Dort liegt die Plantage. Ach ja, nimm dich vor Merkur, Pluto und Uranus in Acht. Das könnte sonst ein Ende sein. Und wer sind bitteschön Merkur, Pluto und Uranus? 3 bissige Bluthunde. Sie beschützen die Plantage. Doch leider konnte nur mein Aufseher mit diesen Bestien umgehen. Jeden anderen werden sie zerreißen. Na toll. Dann werde ich wohl die Bluthunde töten müssen, oder? Tja, ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, um die Tomaten zu ernten. Na schön, dann breche ich mal auf. Gut, hier ist der Schlüssel zur Plantage. Er öffnet sowohl das Außentor wie auch die Tür zum Verwalterhaus. Viel Erfolg noch. Ah ja. Was ist denn mit dem Aufseher? Was ist mit deinem Aufseher? Soll ich ihn suchen? Ja, natürlich. Wenn du den Feigling findest, solltest du sogar 100 Goldstücke als Belohnung von mir bekommen. Ich werde das verlorene Geld diesem Kerl schon vom Lohn abziehen, wenn er wieder da ist. Ja, dann wollen wir mal in die Liste gucken, in das Log. Also, ich wollte gerade sagen, machen wir doch die 1000 voll. So, Aufseher. Welcher Aufseher ist denn jetzt wieder gemeint? Okay, dann Tomatenernte, das haben wir eben gefunden, gehört. Irgendwie besser alleine erstmal die Tomaten holen. Alleine. Aha, okay. Vielleicht genügt, dass wir noch holen sind. Aha. Mehr für Stadt Uga, haben wir bei Taurus gehört. Kopfgeld, Amber, alles gut. Du bist Joachim. Ich dachte, das wäre eben. Da stand doch eben ein anderer. Da stand doch dieser Roscoe, oder nicht? Naja. Da ist unser Dschungelpack hier, oder wie der heißt, Turan. Jumpbock, Dschungelpack, was sag ich denn da? Gero. Nee. Amat, wo ist denn der Iskra? Amat kann ich jetzt im Augenblick nicht finden, wegen der Karte. Da ist er doch. Ne, das ist Branko. Das ist Branko. Was können wir denn für ihn machen? Nix können wir für ihn machen. Ich wollte ja raus. Ne? Also, zwar müsste sich dann das Geisterhaus linke Hand befinden. Da, wo noch die Pumas sind. Da bin ich jetzt unter Hitzeeinwirkung? Nein, so wie es aussieht, nicht. Alles speichern. Da haben wir auch wieder Musik. Weg mit der Waffe. Wieso denn das? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Wieso verfolgt er mich? Warum verfolgt er mich? Der Abdullah. Was willst denn du? Hey du, warum verfolgst du mich? Du irrst dich. Ich verfolge dich nicht. Ach, und warum läufst du dann ständig hinter mir her? Ich sagte dir doch bereits schon, Fremder, dass du dich irrst. Und jetzt lass mich in Ruhe. Warum? Du bist ja schon wieder hinter mir her. Du irrst dich. Ich gehe nur zufällig denselben Weg wie du. Mehr nicht. So? Weißt du was? Das glaube ich dir nicht. Pah, glaubst du doch, was du willst. Ich gehe dorthin, wo ich will, Fremder. Ob es dir passt, ist mir egal. Okay, das ist Abdallah, nicht Abdullah. Wer ist dein Auftraggeber? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lass mich in Ruhe, klar? Jetzt pack endlich aus, sonst werde ich dir ein paar Knochen brechen müssen. Versuch das bloß, dann hast du die ganzen Wachen auf dem Hals. Na schön. Willst du Gold? Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du mir verrätst, wer dich geschickt hat. Tja, die würde ich ja gerne verdienen, Fremder. Aber ich habe dir schon wiederholt gesagt, dass du dich irrst. Ich habe keinen Auftraggeber und ich verfolge dich auch nicht. Und jetzt muss ich weiter. Ich habe einen Verdacht. Was willst du von mir?
Nichts, Fremder, nichts. Haha. Was willst du? Nichts, Fremder, nichts. Ich habe einen Verdacht. Ich glaube, der ist gar nicht böse. Das habe ich jetzt so mal so im Ei. Ist im Ei. Eine Holzscheibe ist er denn immer noch hinter mir. Ja, das heißt also, weil es ja hier noch Pumas gibt, soweit ich das weiß. Wo sind sie denn? Weg mit der Waffe. Toll. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich dachte, ich hätte hier noch zwei Pumas vergessen. Das war eine andere Seite, weiß ich nicht. So, da ist das Geisterhäuschen. So, am besten wir gehen mal hier gucken. Oh. Das mit der Plantage, das machen wir wohl später. Weil, wie schon gesagt, ich will mal so ein bisschen hier mich an meinen eigenen Plänen halten. Okay, jetzt will ich mal versuchen, ob wir hier hochkommen. Vielleicht kommt er dann. Ja, wir kommen hier hoch. Wo kommst du denn mit? So, ja, das ist mir jetzt egal, ob du jetzt nicht hochkommst oder überhaupt. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir nämlich, aha, hier aufs Dach klettern von diesem Geisterhaus. Perfekt. Ich dachte, ich müsste von unten, also, ne? Oder es gibt da eventuell auch eine Geschichte. Ich speichere mal. Denn wie man hier unzweifelhaft hört, spukt es nämlich. Also man hört die Geräusche davon. Was? Zwei Kombination Verwandlung Blutfliege. Hatte ich das nicht gesagt? In der einen Folge so von wegen, da müsste ich aber irgendwie von irgendwo abspringen. So, jetzt gucken wir mal in alle Ecken und Enden, ob wir hier eventuell noch was finden. Aha. Als ob ich es geahnt hätte. Oh, weia. Also wenn es da drin spuken sollte, dann sollte ich mal wahrscheinlich mit gezogener Waffe und doch nochmal speichern. Jo. Also Jump runter. Du sollst da runter. Das war sehr, sehr hoch. Hier ist keiner. Doch, da hinten steht was. Oh, scheiß Ring. Apropos Ring. Geschwindigkeitsring. Das ist jetzt im Forum auch angekommen. Immer wieder aus- und anlegen. Oh ja. Ja. Da kommt. Was ist denn das? Ein Skelett, welches sich als Mumie bewegt. Verfluchtes Skelett noch eins. Und dann bist du keine Mumie. Ah, da ist wieder eins. Schreit auch wie eine Mumie. Mann. Ist auch genauso bekloppt wie eine Mumie. Und du? Du bist nix. Herrlich, diese Geräusche. Sie schreien. Ah, es gibt dann auch wieder nur Knochen. Aber hier gibt es bestimmt gutes Zeug zu finden. Das ist ein Fell, das sich nicht abnehmen lässt. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo bin ich eigentlich hier? Okay, da ist ein Herd. Oh, guck mal, ein Waschzuber. Ah, Moment mal, ich konnte mich doch irgendwo auch mal waschen. Das war, glaube ich, noch auf... Bin ich jetzt gereinigt, geheilt? Nö, das ist jetzt nur eine Animation gewesen. Moment, auf der allerersten Albert Athanos, da war doch oben... Irgendwie im Saal war da eine. Da lässt sich nichts machen. Ah ja, die ist ja durch. Ist ja verbarrikadiert mit Holz. So, was haben wir hier? Oh! Oh! Der hat mich aber ganz schön zugerichtet, der. Der verfluchte Skelettinger. Da haben wir dann eine gesammelte Erfahrungen. Speichern. Gucken wir gleich mal hier unter gesammelte Erfahrung. Erfahrung plus 250? Verstehe. Habe ich jetzt das Logbuch aufgegessen? Nein, nicht das Logbuch. Das Erfahrungsbuch aufgegessen. Das ist nämlich weg. Okay. Dann wird's. Wo geht's denn hier hin? Das ist auch verbarrikadiert. Dann haben wir hier ein paar Geschichten. Nein. Haben wir nichts vergessen. Ja, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da bräuchte man einen Schlüssel für. Ja, das ist das Geisterhaus. Wir befinden uns hier im Geisterhaus.
Grube ist ja eh genau nichts zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, es geht noch runter. Wo geht's denn hier noch runter? Hier? Hier? Nein. Aha. Tolle Nummer. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier irgendwo einen Schalter finden. Aha. Schalter, Schalter, Schalter. Alter Verwalter, wo ist der Schalter? Ist das denn hier alles gewesen? Soll ich denn jetzt annehmen, dass es hier alles gewesen sein soll? Hm. Eine Raufasertapete hier aus Stein. Ich suche nach diesem Schalter und sonst... Wahrscheinlich komme ich nur mit dem richtigen Schlüssel dahin, oder was? Also hier irgendwie rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Moment mal, gucken, ist hier ein Schalter? Ist hier ein Schalter? Wo ist der Schalter? Moment. Türschlüssel aus Uga. Gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. So, das heißt also, ich kombiniere. Kombiniere ich richtig? Oh, ich habe so Angst vor Fleischwanze. Aua, Fleischwanze, du tust mir weh. Wie denn? Das sind, glaube ich, die einzigen Tierchen, die nichts machen, ne? Das sind die einzigen Tierchen in Gothic, die nichts machen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Oder gibt es da noch welche? Das würde ich mal gerne von euch wissen. Nicht zu holen. Selbst die kleinen Blutfliegen, ist klar, die stechen zu. Aber Fleischwanzen? Da ist nicht zu holen. Okay. Ah, und hier ist der Schalter hier. Hier ist der Schalter, aber zuerst knacken wir die Truhe. Ja, dann gucken wir mal. Okay. 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 Super. 45 Gold, daran soll es nicht hapern. So, und ich vermute jetzt, also ich meine, wer Gothic kennt und auch das Prinzip, der wird ganz genau wissen, dass jetzt hier dieses Gitter auf ist. Moment, wo war das nochmal? Hier war es nicht. Dann heißt das, wir müssen noch einmal runter und dann irgendwo in so einem komischen Eckgang war... Nee. Hä? Nee, hier war es nicht. Wo war denn nochmal der Eckgang? Das war so ein komischer um eine Ecke geh. Finde ich's nicht mehr. ja. Da, ja. Bei dem Schrank. Na, sag ich doch. Cool. Speichern. Oha. Also das hört sich nicht gut an. Verfluchte Skelette sind da oben. Mhm. Gucken, vielleicht lassen sie sich mit dem verfluchten Pfeil. Naja. Dass sie gut ausgeheben, austeilen können, werde ich mich dann nicht in die Menge wagen. Spur mal vor, ne? Okay, den letzten mache ich dann doch mit dem Schwertchen hier. Und da kommt er alleine hoch. Der hat doch die ganze Zeit probiert. Okay, das war's. Perfektor. Oh Leute, seit wann könnt ihr so laut schreien? Das ist doch nur den Mumien vorbehalten. Aber öfter mal was Neues. Nicht zu holen. Weiß jetzt nicht. Was ist das? Okay. Ägypten? Turnschuh? Hä? Wie ist das mit dem Schloss? Ja, liebe Leute, es sieht so aus, als komme ich ja auch nicht weiter. Ihr könnt mir mal einen Kommentar schreiben, ob hier was rein muss. Weil hier wird ja nichts angezeigt, ob was rein muss. Und, tjo. Ich versuche die ganze Zeit hier irgendwas zu agieren, aber... Passiert nichts. Ja, das war das erstmal mit dem Geisterhaus. Ich danke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und vielleicht geht's dann zu Said in das Nomadenlager. Tamaras Vater, glaube ich, ne? Okay, bis dann. Ciao.